Morgen aus Grossagione. Wir sind gut angekommen in Sizilien und stehen jetzt hier direkt am Kitespot. Der größte Europas, also das größte Stehrevier Europas, perfekt zum Kitesurfen, laut Christian Laborbedingung. Wir haben uns nämlich jetzt hier mit Freunden getroffen, die sind gestern angekommen und haben jetzt richtig Bock auf Kitesurfen. Die sind eine Woche hier. Und es ist eine Woche kein Wind angesagt. Das Wasser ist spiegelglatt, also es geht gerade kein Lüftchen. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit hier. Ich glaube, wir bleiben hier auch noch ein bisschen. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Morgenspaziergang. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Katze im Van lebt, da hat man öfter mal ein vollgepinkeltes Kissen in unserem Fall. Deswegen wasche ich heute Kissenbezug. Yippie! Mhm. Perfekt ist, aber dadurch, dass ich ja eben wirklich in eine Richtung hin und in die andere wieder zurück muss. Ich bin übrigens sehr froh, dass wir ein großes Waschbecken verbaut haben. So, unsere Freunde haben da hinten schon ihre ersten Kites in der Luft. Und Maus guckt gerade mal nach, was so die größte Kite-Größe wäre, die es so gibt. Von unseren Kites wäre das größte ein 17er. Ach krass, es gibt gar nicht größer als 17er. Ah. Okay, also hier jetzt nebenan geht gleich eine raus mit einem 17er. Nach Grossagione ging es dann nach San Vito Lucapo, dem nächsten Kitespot. Dort sind wir zwar nicht gekitet, aber dafür fast jeden Tag geschnorchelt oder gewandert. Hatten mit unseren Campnachbarn coole Abende am Lagerfeuer, die wir dann auch leider verabschieden mussten. Das hier war mit Sicherheit einer der schönsten Plätze und kommt definitiv auf die Liste unserer Top 10. Bis zum Schluss haben wir die Sonnenstrahlen hier in Sizilien aufgesogen. Wir sind jetzt in Griechenland. Und ich habe mir direkt die Hängematte ausgeliehen von Christina und Daniel. Mit denen wollen wir jetzt gemeinsam die Peloponnes bereisen. Wir kommen gerade frisch von Sizilien, haben unsere Zeit da wirklich sehr genossen, da tolle Leute kennengelernt und da machen wir bestimmt auch mal ein Update zu. Allerdings sind wir da geflohen, weil ein riesen Unwetter auf uns zukam und wir auch nicht mehr kitesurfen konnten dort. Deswegen sind wir jetzt hier in Griechenland gelandet, sind vor 4 Tagen angekommen, glaube ich. Haben 2 Tage Athen schon hinter uns. Athen hat uns mega gut gefallen. Können wir auch mal noch ein bisschen was zu erzählen. Aber jetzt erstmal bereisen wir zusammen die Peloponnes. Sind jetzt hier schon am ersten Spot, wo wir uns getroffen haben.
Wir müssen jetzt Wäsche waschen. Das machen wir heute, gucken uns wahrscheinlich noch eine coole Schlucht an. Und dann geht's Stück für Stück genau hoch Richtung Patras, richtig? Richtig. Und dann kam doch alles ganz anders. In den Van unserer Freunde wurde eingebrochen. Laptop, Geld und Reisepass wurden geklaut. Damit war die Laune im Keller und ihre Reise beendet. Das heißt nun für uns, es geht erstmal alleine weiter. Morgen. Morgen. Na, gut geschlafen? Ja, aber stressig erwacht. Ich habe gerade einer vorbei, der hier zeltet und meinte, wir sollen doch den Straßenhund füttern. War ziemlich aufdringlich. Voll die lange Diskussion. Ich war komplett überfordert und noch gar nicht wach und er wollte nicht gehen. Ich lag noch im Bett. Sabrina musste mit der Situation klarkommen. Ich wollte mich gerade anziehen. Und auf einmal steht der Dude vor unserer Tür. Das Problem ist halt, wir hatten die Tür offen, weil Tika halt die ganze Zeit rein und raus gesprungen ist. Und die war natürlich nicht amused about the dog. Nee, fandst du gar nicht cool, oder? Mal hier zu diesem Schiffswrack gegangen, Dimitros heißt es, glaube ich. Die Geschichte ist noch gar nicht so spektakulär, das wurde einfach nur hier an die Küste geschwemmt, weil es bei einem Sturm von der Ankerkette losgerissen wurde. Aber wir wollen trotzdem jetzt noch mal eine Drohnenaufnahme machen. Dieser Spot ist eigentlich perfekt. Wir haben uns hier mega wohl gefühlt und stehen eigentlich direkt am Strand. Aber wir müssen heute weiterfahren, weil das Internet hier die ganze Zeit schwankt und zu schlecht ist für ein Meeting. Also wir fahren eine Stunde die Route wieder zurück, weil wir sind an einer kleinen Insel vorbeigefahren, die hatten wir irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Und da kann man gut kitesurfen, scheinbar. Es soll sogar Wind kommen laut Marius. Das ist der Plan. Sache, die ich öfter machen sollte. Einfach mal die Matte ausrollen, egal wo man ist. Oh, man hockt irgendwie viel zu oft dann doch im Van, weil man noch Arbeit geschafft kriegen möchte und aktuell, wenn die Tage so kurz sind, ist der Tag dann halt auch schnell vorbei und man ist den ganzen Tag nicht aus seinen 8 Quadratmetern gekommen. Deswegen ist eigentlich so eine Routine gerade in so einem Vanlife total wichtig. Das haben wir aber irgendwie noch nicht so gut geschafft zu integrieren, deswegen versuche ich mich erneut jetzt daran, mich öfter zu erinnern, diese Matte rauszuholen. Todle! Weiter geht's! Ja, irgendwie wurde es ungemütlich an dem Platz, weil sehr viele komische Leute da waren und viele Hunde und... Ja, Hunde sind gar nicht nur das Problem. Also die Straßenhunde... Die Straßenhunde sind super. Scheinbar am besten sozialisiert, aber die Hunde, die eigentlich ein Härchen haben und nicht angeleint sind, die machen Probleme. Wir sind jetzt ein bisschen auf der Route zurückgefahren, weil wir keine gescheiten Plätze gefunden haben. Und haben vorher eine Insel geskippt und da wollen wir jetzt drauf, weil die nur 30 Euro kostet mit der Fähre. Sonst die anderen Inseln, dann zahlst du halt immer gleich 100, 200 Euro.
Genau, und ich sehe schon, dass die Fähre kommt. Das heißt, wir fahren jetzt gleich mal auf den Anleger. Ja, okay. Angekommen auf der Insel Elafonissos. Das war, glaube ich, die kürzeste Fährfahrt, die wir je hatten. Das war mega also spannend. Es war, keine Ahnung, nicht mal 10 Minuten. Jetzt gehen wir mal an den Strand. Let's check it out. Let's go. Let's go. Na komm. Wasser! Ich wollte mir auf Google Maps mal noch den Spot angucken. To see where are stones and where not. That's smart. Ich dachte mal schon, der ist alleine, aber da ist echt noch ein anderer Kitesurfer. Super! Der kann dich dann ja im Notfall auch retten, dann muss ich das nicht machen. Ich komme auf die Wellen nicht klar. Die Wellen sind so groß, da könnte ich jetzt eigentlich auch locker mit meinem Wellenreiter raus. Also ich glaube, wenn es die nächsten Tage noch so aussieht, kann Marius schön kitesurfen und ich gehe ein bisschen mit dem Wellenreiter raus. Das wäre doch auch mal was. Geil. War ein bisschen anstrengend. Nacht ging ein bisschen die Welt unter. Also wir haben auch nicht in einem Fluss geparkt. Ist ein bisschen Fluss geworden. Ja. Jetzt geht's gerade schon wieder. Blöd war nur, wir haben unsere Schuhe draußen gelassen und unsere Matte. Ist alles weggeschwemmt. Die waren weg. Und hier? Also drei habe ich schon gefunden. Ja, drei Schuhe sind schon wieder da. Die anderen suchen wir jetzt mal zusammen. Ich habe ihn gefunden. Und auch unsere Matte. Und zurück. Alter, ist die schwer geworden. Die ist komplett vollgesaugt mit Wasser. Also auf den Schock brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee. Jetzt auch nochmal ein Update da lassen. Ich glaube, wir haben gar nicht Bescheid gesagt, wie es mit unserem Wechselrichter läuft. Wir kochen nämlich immer noch auf Gas. Das ist jetzt, wo die Nächte kälter werden, auch eigentlich ganz okay, weil dann wird das Auto nochmal warm. Allerdings sind diese Kartuschen echt teuer geworden. Also ich glaube, das letzte Mal haben wir pro Kartusche 5 Euro gezahlt. War aber allerdings auch auf einem Campingplatz und ich glaube, da war es sowieso überteuert. Hier kriegt man die Kartuschen super schlecht her und der Liefertermin von dem Wechselrichter hat sich um einen Monat verschoben. Wir gehen allerdings eher davon aus, dass es 3 Monate oder so noch länger dauert. Also bis sie den aus China haben, kann das, glaube ich, eine Weile dauern. Das kennen wir von unseren Solarpanelen. Die haben damals auch ewig gebraucht, bis sie kamen. Ich glaube, da haben wir auch 3 Monate dann drauf gewartet am Ende. Von daher finden wir uns jetzt einfach mal damit ab. Wir vermissen unseren Backofen sehr. Aber ich glaube, umso mehr wissen wir es wieder zu schätzen, wenn alles dann wieder funktioniert. Gerade noch für ein Schwimmi.
Ja. Es war auch gar nicht so kalt, wie man dann immer denkt. Also, ich muss sagen, ich dachte, es wird richtig kalt, war es aber gar nicht. Das sollten wir öfter machen. Jetzt fertig machen oder aufs Wasser? Jetzt abtrocknen, damit wir wieder nass werden können. Ja. Das waren jetzt in diesem Vlog ein paar Wochen, die wir zusammengefasst haben. Wir haben auf Sizilien gar nicht so viel gefilmt, sondern einfach nur die Zeit genossen. Mit Freunden, coole Leute auch kennengelernt, die wir bestimmt nochmal wiedersehen. Und hatten jetzt ein paar richtig schöne Tage auf Elafonissos. Hat uns super gut gefallen, mega guter Kitespot. Ja, ich denke, ich gehe morgen nochmal aufs Wasser, aber dann müssen wir auch langsam runter von der Insel, weil so langsam gehen alle unsere Ressourcen zu Ende. Wir haben kein Gas mehr, wir haben kein Wasser mehr, wir haben kein Internet mehr. Unser Kühlschrank ist so ziemlich ratzeputze leer, da ist gar nichts mehr drin. Das heißt, wir müssen einfach wieder aufs Festland und einkaufen. Genau, alles Internet wieder aufstocken. Richtig wichtig, aber relativ günstig scheinbar. 35 Euro für Unlimited. Genau. Das ist für uns gut. Ja. Und aber dann nehmen wir euch nächste Woche hin mit. Das zeigen wir nächste Woche. Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und abonniert die Glocke.